Oh, da sind wir schon wieder zurück mit der letzten Aufgabe für die Woche, nämlich besuche verschiedene Restaurantküchen. Ich versuche das Ganze jetzt in einer Runde zu machen. Ich werde euch die Orte auch direkt schon zeigen, also bleibt dran. Und kurze Sache, wenn ich euch schon öfters helfen konnte, gerne ein Like da lassen, wenn ihr wollt, gerne ein Abo da lassen und schaut auch gerne in den Livestreams vorbei, da machen wir nämlich jetzt wieder in Zukunft Custom Games. Also, wenn du Bock hast, dich zu messen mit den Besten von meiner Community, wenn du natürlich auch dazu gehören willst, einfach mal in die Livestreams gucken und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rein in die Aufgabe, nämlich ich versuche in der Runde nach Craggy Cliffs zu kommen und direkt hier zum Burgerladen, also eine Küche ist da, eine Küche ist da und die andere ist da, aber die zwei kann man halt gut verbinden. Jetzt hoffe ich, dass ich hier nicht zu lange gewartet habe. Oh doch. Safe werde ich nicht der Erste sein, der da ist. Aber wie gesagt, einer ist da und die andere Küche ist genau da hinten. Und die andere verbirgt sich da. So, wir versuchen aber die natürlich jetzt in Craggy zu kriegen. Von mir aus hol ich mir auch direkt ein Auto. Wenn ich es hinkriege. So, und dann sind die Wochenaufgaben auch schon wieder vorbei. Ging eigentlich recht zügig. Das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist halt füge Gegnern aus mindestens 50 Metern Entfernung Schaden zu. Ich schätze mal, das Ganze muss man dann bis 3000, nehme ich mal an, machen. Und dann sind wir eigentlich schon damit auch wieder durch. Ich sage ja, die Fortnite-Aufgaben an sich sind ein bisschen leicht geworden in meinen Augen. Weil du kriegst eigentlich alles ziemlich genau erklärt. Oh, die... Nein, die Küchen nicht. Oh. Ich frage mich halt auch, warum die das so leicht machen. Fortnite weiß doch selber, dass es genug YouTuber gibt, die sich damit auseinandersetzen. Lass den Leuten doch die Klicks in Anführungszeichen. So, dann gehen wir auch mal hier rein. Scheinbar haben wir keinen Gegner. Das ist schon mal gut. So, hier ist die Küche. Ich sehe jetzt schon, man muss noch nicht mal reingehen. Nehmen wir uns ein bisschen hier mit. Vielleicht finden wir noch eine normale Waffe, weil Pump. Ja, komm, Pistole reicht. Zack. Auf Kram noch ein paar Leben mitholen, bevor wir ins Auto steigen. Und dann fahren wir nämlich auch direkt darüber. Und dann hoffe ich mal, dass wir es jetzt in der einen Runde schon easy hinkriegen. Wie voll ist das Auto? 61% sollte passen. Ja, Radio direkt aus. Zack. Und wo muss ich hin? Ich fahre einfach blind. Ja, ja. So, gucken wir auch wieder hin, wo ich hinfahre. So, 350 Meter sollten wir eigentlich schaffen. Und dann können wir es eventuell wirklich in einer Runde schaffen. Aber müsste eigentlich machbar sein. Wenn wir jetzt nicht irgendwie einen Dulli-Gegner finden, der Langeweile hat. Aber jetzt mal ehrlich, wie seid ihr drauf? Wenn ihr einen rumlaufen seht und seht wirklich, der will gar nichts machen, der will eigentlich nur die Aufgabe machen, schießt ihr den ab oder nicht? Seid ehrlich. Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Ob ihr Ehrenmänner seid oder so nach dem Motto, nö, ist mein Kill. Ja, hätte ich bloß nichts gesagt. Zack, aber Aufgabe geschafft. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich hier schon wieder. Und euch natürlich viel Spaß noch mit den Aufgaben. Und eventuell sieht man sich im Livestream. Ich denke mal, heute wird nichts mehr kommen. Aber mal gucken, Rette die Welt muss ich machen. Also schaut einfach mal vorbei und in dem Sinne, haut rein.